Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Zero. Und... Nein! Ach, verdammt. Wir müssen jetzt irgendwie nach oben zu dem... Genau, das hatten wir beim letzten Mal schon. Vielleicht das Tor durch müssen. Und wir müssen jetzt also irgendwie... zu dem Raum mit dem Lilienmotiv kommen. Das ist eine Ebene nach oben. Huch. Hier irgendwo? Nee. Da ist das. Das ist, Machen wir mal kurz den Gang nochmal lang. Dass wir irgendwie zurückkommen. So, mal schauen. Okay. Auf die Karte gucken. Müssen wir hier lang? Hier kommen wir... Ach, verdammt, ich vertue mich immer mit der Karte. Wie kommen wir denn... Wie kommen wir denn hier rüber? Die nächste Ebene. Das ist ja eine Ebene tiefer. Können wir... Das heißt, eigentlich müssen wir doch jetzt hier irgendwie nach unten laufen können. Bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube, hinter mir die Tür führt eine Ebene nach unten. Bin ich jetzt hier richtig? Aber wenn ich jetzt da lang laufe... Ich kann die Kamera gerade... die Kamera, sage ich schon, die nicht so ganz deuten gerade. Wir müssen auf jeden Fall... Ah, super, hier geht's nicht lang. Wir müssen irgendwie nach da oben kommen. Moment. Hier geht's wieder nach oben. So, wo bin ich jetzt hier? Ah, sehr gut. Einfach den Gang jetzt hier lang. Und hier lang, oder? Genau. Ha, perfekt. Ich hoffe, dass ich jetzt überall durchkomme. Aber das wäre immer blöd, wenn jetzt auch irgendeine Tür dann mal davon verschlossen wäre. Halt. Okay, jetzt hast du, ich glaube... Hier vorne sind wir richtig. Oder? Genau. Ha, sehr gut. Durch Zufall gefunden. Okay, die Tür ist nun offen. Wo ist denn... Talismane hängen an der Kiste, die mit dunklem Wasser gefüllt ist. Es sieht aus, als wäre etwas in der Kiste. Vorne liegt was, oder? Ja. Ein altes Schriftstück. Menschen ohne Macht gehören nicht in die Reliquare.
Eine schwache Person wird die Schmerzen des schwarzen Wassers nicht ertragen können und frühzeitig das Jenseits betreten. Ein guter Tod wartet auf diese schattendurchtränkten Seelen nicht. Okay. Hier ist nichts drin. Volle dunkles Wasser. Okay. Nun gut. Schauen wir nochmal da rein. Und dann weiter. Was sind wir denn hier jetzt? Man weiß ja nie, was davon jetzt Schiebetüren sind und was nicht Schiebetüren sind. Ich guck mal auf der Karte, wo ich jetzt okay. Komplett neuer Bereich. Nun gut, wir brauchen zwei verbliebene Symbole, um die eine Tür da unten zu öffnen. Einmal liegt hier was? Film. Und hä? Was zum wird mir da angezeigt? Ah. Da liegt noch irgendwas. Ein Zero-Objektiv. Je niedriger meine LP sind. Oh je. Nee, das will ich nicht. Etwas Glitzerndes ist auf der Leiche. Oder was auch immer dort im Brunnen hängt zu erkennen. Ah, das ist... Der obere Bereich davon. Was das Seil gelöst. Jetzt muss ich im Ernst diesen gesamten Weg zurücklaufen. Super. Und ich fand den Hinweg schon schwer. Jetzt muss ich auch noch den Weg zurück irgendwie finden. Hätten sie mir ruhig so eine Art Abkürzung geben können hier. Okay, hoffentlich kommt jetzt hier mal nichts aus den Kisten. Sehr gut. Was? Oh nein, es kommt doch was aus den Kisten. Nicht unbedingt verlangsamen, die sind nämlich richtig übel, finde ich, die so rumfliegen. So. Schnell wieder verlangsamen. Super. Das Problem ist, dass sie jetzt in der Wand steckt und wir sie nicht mehr treffen können. Na toll! Komm da raus! Hä? Schnell, 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 schnell. Okay, wir haben sie gleich. Oh nein. Was?
unter uns? Aber wo? Oh, sehr gut. Nein! Ich wollte sie doch berühren. Ach, verdammt. Okay, wir haben sie ganz gut weggekriegt. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie wieder nach unten kommen. Das heißt, im Endeffekt denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Aber wo? Gehen wir nochmal lang. Okay, jetzt hier und danach die nächste nach unten. So. Und ich glaube, dass wir jetzt da lang müssen. Ich glaube, da kommen wir zu dem Seil hin. Hoffe ich mal. Das ist jetzt auch schon ein ganz schönes Labyrinth. Also so langsam. Aber sicher tue ich mich hier auch schwer. Genau, hier war derjenige, der rechts von uns stand. Und hier vorne war der Kerl mit der Kiste. Sehr gut. Ein großer Schlüssel. Die Gravur erinnert mich an die schwarzen Kisten. Ganz am Eingang, oje. Ja, super. Ach, okay, hier geht's nicht lang. Puh. Verdammt, wo bin ich hier? Okay, da. Müssen wir irgendwie vorne rauskommen. Bin mal ehrlich gesagt gespannt, weil wir da diese Motive bekommen. Okay, jetzt sind wir hier. Da nach links, okay. Es sehen aber sehr, sehr viele Gänge sehr, sehr ähnlich aus. Also es ist schon sehr verwirrend. Okay, jetzt sind wir hier. Und jetzt müssen wir da, genau, bei der nächsten nach links. Aber wobei, da können wir, glaube ich, nicht nach oben. Hm. Müssen wir im Ernst da komplett diesen Weg da außen rumlaufen, um da hinzukommen? Oh nein. Das heißt, geradeaus, da durch die Tür, oh Gott. Moment, wenn ich jetzt hier durchlaufe, genau da durch, dann hier lang, dann so rum, ja, muss ich. Einfach jetzt hier durch und dann hinten rechts durch die Tür. Oh, Mensch. Das ist ja wahrscheinlich der weitestmögliche Weg. Oh nein. Er ist schon wieder. Dieser Geist hier. Den haben wir in letzter Zeit verdammt häufig. Ja. Oh. Alter, ist der plötzlich schon wieder schnell geworden. Ach
Was? Ich habe ihn doch aber getroffen. Also schnell, schnell, schnell. Puh. Ich guck mal gerade, wie viele Punkte wir überhaupt brauchen, um irgendwas aufzuwerten. Machen wir das hier. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ich muss immer noch mal wieder nachschauen. Genau, da hoch und dann direkt links. Bin ich hier echt richtig? Genau, wir laufen jetzt den Weg und dann rechts in den Gang. Vielleicht in diesen großen Raum rein. Da durch und dann sind wir schon fast da. Aber hier wird auf jeden Fall irgendwas auf uns warten. Schaffen wir es danach? Ha, sehr gut. Es kam nichts. Okay. Mal kurz auf die Karte schauen. Ha, sehr gut. Wir haben es fast geschafft. Okay, sind da. Das hier, oder? Wie ducken? Wir können da reinkriechen? Sie enthält eine Schlüsselplatte. Mondmotiv. Sehr gut. Ein altes Schriftstück befindet sich auf dem Altar. Ich kann das Wort Vision darauf erkennen. Die Macht der Vision entblößt die Gedanken und Geheimnisse anderer. Die Schwachen brauchen eine Berührung der Starken. Reicht ein einziger Blick. Das Ergebnis ist bei beiden Fällen gleich. Eine wahre Stärke des Jenseits. Das Eintauchen in das Wasser der Berge erlaubt dem Herzen zu zerschmelzen und eins mit dem Wasser zu werden. So wird die Person, die Vision erhält, gestärkt. Auch die Nähe zum Tod stärkt sie. Da mehr Gedanken und Geheimnisse einverleibt werden. Durch starke Gedanken werden auch Stützen stärker. Die Gedanken werden mit der Stütze im Reliquar eingeschlossen. Diese Kiste zu öffnen und alle Gedanken freizulassen, bringt großes Unheil mit sich und ist dementsprechend verboten. Okay. Die Frage, wo ist denn die Tür, wo ich das Mondmotiv eingeben konnte? Ah, super. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo Mond reingepasst hätte. Wo komme ich vor allem hier raus? Ach, je, Mond. Ich weiß es nicht.
Sehr schwierig. Hier hinten leuchtet auch noch was. Wo bin ich jetzt hier? Wieder verlangsamen. Okay, verlangsamen ist die wirklich nicht mehr so schlimm. Kann man auch nicht viele Punkte machen gerade. Ah, jetzt endlich mal wieder. Okay, hier haben wir noch einen Film. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo... Wo war denn die Tür für den Mond? Da auf keinen Fall, also ich muss auf jeden Fall runter. Jetzt sollte ich echt den... den Visionen so ein bisschen folgen. Da rein. Weil ich fühle mich doch... Okay, ich gehe jetzt mal da durch. Irgendwie zeigt es mir sehr ungenau die Sachen an, wenn es mir wirklich was anzeigen sollte. Ja, sehr gut, es zeigt mir nur dieses Boot an. Das ist blöd. Mal hier. Waren welche Symbole auf der Tür? Kirschblütenmotiv und Mond. Ich habe aber nur Mond. Wie komme ich an das Kirschblütenmotiv? Oh Mann. Ja, das ist echt schwierig gerade. Ich glaube, da mache ich hier jetzt aber auch erstmal eine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao.